B2.5. Bestimmen Sie rechnerisch den Umfang U der Figur, die durch die Strecken RD, DS und dem Kreisbogen SA begrenzt wird. Als Teilergebnis DE sind 3,2 cm. So, Umfang heißt, man muss diese Figur einmal außenrum abgehen. Also zum Beispiel hier entlang gehen. Zeichnen wir diese Strecke am besten noch ein. So, also diese Figur einmal abgehen, das ist der Umfang. Der Umfang setzt sich dann demnach zusammen aus die Länge des Kreisbogens SA. Halt. Plus die Länge der Strecke RD. Plus die Länge der Strecke DS. So, diese Teilstrecken müssen wir jetzt berechnen. Fangen wir mit dem Kreisbogen SA an. Die Formel, um einen Kreisbogen zu rechnen, finden wir wieder in der Formelsammlung, und zwar auf Seite 34. Wo es heißt, der Kreisbogen lässt sich berechnen aus 2 mal Radius mal Pi mal Öffnungswinkel Alpha durch 360 Grad. Da können wir das gleich draus machen, weil alle Größen sind bekannt. 2 mal der Radius des Kreisbogens ist nichts anderes als ET mal Pi mal der Öffnungswinkel Alpha. Den hatten wir in der vorherigen Aufgabe schon bestimmt. Das waren 2 mal Winkel TEB geteilt durch 360 Grad. So, setzen wir die bekannten Zahlen ein. 2 mal 4 cm mal Pi mal 2 mal 51,34 Grad und ja, stimmt. Und dann erhalten wir, brauchen wir auch geteilt durch 63 Grad, tippen in den Taschenrechner ein und erhalten dann die Lösung für den Kreisbogen SR, nämlich eine Länge von ungefähr 7,17 cm. So, als nächstes gehen wir auf die Strecke RD. Die Strecke RD ist nichts anderes als die Strecke RE plus die Strecke DE. Die Strecke RE oder ER kennen wir schon, ist nämlich genau gleich lang wie die Strecke ET. Also RE plus DE. So, RE, wie gesagt, ist genau gleich lang wie ET und damit 4 cm. Brauchen wir noch die Strecke DE. So, wie bekommen wir die? Wir suchen uns wieder Dreiecke, wo diese Strecke DE drin liegt und möglichst viel bekannt ist. Ja, die ein der Dreiecke wäre jetzt zum Beispiel das Dreieck DE und hier oben nenne ich den Punkt mal F. DEF ist ein rechtwinkliges Dreieck, aus dem ich eigentlich schon sehr viele Größen kenne, nämlich DF. Kenne ich, ist genau die Hälfte von DC und damit 2,5 cm. Auch EF kenne ich, weil der Abstand von CD zu AB ist ja 6 cm, also 6 cm minus die Strecke ET von 4 cm bleiben noch 2 cm übrig. Und damit kann ich die Strecke DE ganz einfach über den Satz des Pythagoras berechnen. Rechtwinkliges Dreieck, zwei Seiten sind bekannt und ein drittes ist gesucht. Also größte Seite zum Quadrat ist gleich kleine Seite Quadrat plus kleine Seite Quadrat. Also kann ich gleich einsetzen. DE Quadrat ist gleich EF Quadrat plus DF Quadrat. Setzen wir die bekannten Größen ein. Die E-Quadrat sind also EF waren 2 cm zum Quadrat plus und DF 2,5 cm zum Quadrat. Das kann ich jetzt entweder mit Hilfe des Solvers berechnen lassen oder ich ziehe die Wurzel.
Und dann kommt raus, dE ist gleich Wurzel aus 2 Quadrat plus 2,5 Quadrat. Und das sind dann 3,20 Zentimeter. So, für unser RD ergibt sich damit also 4 cm plus 3,2 cm und damit eine Länge von 7,2 cm. So, brauchen wir noch die letzte Größe, die Strecke DS. Schauen wir uns wieder die Dreiecke an, wo die drin liegt. DS liegt im Dreieck DSE. Von diesem Dreieck DSE kennen wir jetzt die Strecke DE mit 3,2 cm und die Strecke ES ist ebenfalls bekannt, weil die ist genau gleich lang wie ET und damit 4 cm. Die Strecke DS ist gesucht und es ist ein allgemeines Dreieck, also kein rechtwinkliges. Damit bleibt uns nun der Sinussatz oder der Kosinussatz übrig zum Berechnen. Schauen wir nach, welche funktioniert. Der Sinussatz bräuchte zwei Winkel und zwei Seiten, um damit was zu rechnen, aber wir kennen keinen Winkel. Damit fällt er schon mal flach. Der Kosinussatz bräuchte drei Seiten und einen Winkel. Nur die drei Seiten haben wir, zwei sind bekannt, eine ist gesucht, aber der Winkel fehlt noch. Also gehen wir her und berechnen wir einen Winkel. Ich nehme jetzt mal diesen hier. Der Winkel liegt im Dreieck und lässt sich auch sehr leicht berechnen, weil der Gegenwinkel zu diesem Winkel hier ist, das ist ja der Öffnungswinkel, und den haben wir auch schon ein paar Mal benutzt, nämlich hier zum Beispiel. Also lässt sich der Winkel DES wie folgt berechnen. Noch schnell mit aufschreiben. DS Doppelpunkt. Dafür brauchen wir den Winkel DES. Und der lässt sich berechnen aus, ja, schreibe ich es gleich so hin, 180 Grad minus 2 mal der Winkel, wie hieß er, TEB. Das sind also 180 Grad minus 2 mal 51,34 Grad. Jetzt selber schnell eintippen. Und das sind dann 77,32 Grad. So, wenn wir jetzt diesen Winkel haben, können wir den Kosinussatz ansetzen, denn wir haben eine Seite, einen Winkel und die dritte Seite ist gesucht. Kosinussatz finden wir auf Seite 30. Also Formelsammlung, Seite 30, wo es dann heißt, allgemein a Quadrat ist gleich b Quadrat plus c Quadrat minus 2 mal b mal c mal Cosinus von Alpha. Also das Wichtige, wir fangen mit der Seite, die gegenüber dem Winkel liegt, an. So, für ds folgt dann. Ja, ds ist ja die Seite, die gegenüber dem Winkel liegt. Ds Quadrat ist gleich dE Quadrat plus ES Quadrat, so heißen sie genau, minus 2 mal dE mal ES mal Cosinus von dES. Setzen wir die bekannten Größen ein. DE waren die 3,2 cm, ES waren die 4 cm, minus 2 mal 3,2 mal 4 mal Cosinus von 77,32 Grad. So, das lässt sich jetzt entweder mit Hilfe des Solvers nochmal berechnen oder ich ziehe einfach die Wurzel daraus. Dann folgt DE ist gleich Wurzel aus 3,2 Quadrat plus 4 cm Quadrat minus 2 mal 3,2 mal 4 mal Cosinus von 77,32 Grad. Ups, ja. Geben wir einen Taschenrechner so ein und dann
da halt nicht DE, also diese Strecke, das ist ja die Strecke DS. So, jetzt stimmt's. Und dann erhalten wir für DS eine Länge von 4,54 cm. So, nein, zum Schluss müssen wir noch den Umfang zusammenrechnen. Müssen wir jetzt ganz oben anfangen. Einmal die 7,17 cm des Bogens plus die 7,2 cm der Strecke RD plus die 4,45 cm der Strecke DS ergibt dann einen Gesamtumfang von 18,91 cm. Und damit wäre die Aufgabe gelöst.